Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Es ist lange her. Ich weiß nicht, wie lange ihr mich schon supportet, aber seitdem wir aufgehört haben mit FIFA, kamen 300.000 neue Follower dazu, ungefähr. Seitdem hat sich vieles verändert, Freunde. Wir haben nämlich aufgehört mit FIFA. Ich muss es kurz erklären, weil das Spiel meiner Meinung nach einfach Quatsch war. Also nicht mal das Gameplay so an sich. Das wurde erst später ganz, ganz großer Quatsch im Januar. Dieser große Patch. Die haben die Weekend League meiner Meinung nach sehr an die Wand gefahren, dass jeder sich da Siege schenkt und keine Top 100 und keine Ahnung, es war alles verquatscht und deswegen hatte ich damals aufgehört gehabt. Dann habe ich ein Video aufgenommen mit den Teasys SPB und die Kommentare waren voll mit: Spiel mal aus Spaß, wieder eine Weekend League, bisschen öfter wieder FIFA, nicht als Main Game, aber einfach mal so aus Spaß. Da habe ich meinen Chat gefragt, habe ich auf Insta eine Abstimmung gemacht und ich glaube 90% waren dafür, dass wir mal aus Witz wieder meine Weekend League spielen. Deswegen kommen hier die Highlights wie früher. Kamen ein paar Ausraster wieder mal zustande, weil dieses Spiel wirklich, also dieses Spiel bringt einen wirklich zur Weißglut. Es ist der Wahnsinn, wie dieses Spiel einbricht. Willi war auch mit uns im Discord. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben mit dem Video. Vielleicht ein bisschen Nostalgie-Kicks. Zu den Rewards. Ich habe gesagt, dass ich die Rewards abstoße, weil irgendwelche Leute jetzt hier auch unter diesem Video kommentieren werden: Oh, er spielt jetzt nur Weekend League wegen Tots. Digga, das Tots interessiert mich 0%. Nur es war gerade der Zeitpunkt, wo, keine Ahnung, wo man das halt machen kann und dann, damit ich euch das auch beweisen kann, dass ich nicht wegen den Rewards spiele oder sonstiges, haben wir die abgestoßen. War vielleicht für die meisten da draußen ein bisschen dumm. Aber ich sage euch ehrlich, dieses Spiel kriegt mich eh nicht. EA Sports, wenn ihr mir diese Spieler gebt, es ist mir scheißegal. Ihr könnt mir geben, was ihr wollt. Ich werde euer Spiel nicht mehr ernsthaft spielen, nur so ein bisschen aus Spaß. Wir haben besser abgeschnitten, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Wir hatten aber auch ein paar Leute, die gegönnt haben. Ich will mal nicht zu sehr spoilern, aber ein Spiel hätten wir safe verloren und damit vielleicht auch schlechtere Rewards bekommen, wenn der eine keine Eigentore gemacht hätte, weil er hat gegen mich geführt. Und dieses Spiel hätten wir safe nicht gewonnen, kurz vor Schluss. Und bei den anderen, sonst war es eigentlich okay. Vielen Dank für den Support. Es waren 65.000 Live-Zuschauer da. Ich habe ja über 3 Tage gespielt. Es waren immer 30, 40 da, was auf FIFA völlig krank ist. Und dann waren am letzten Tag, wo es so ums Finale ging, 65.000 habe ich, also nicht oft auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch gesehen, dass es die meisten auf jeden Fall wieder cool finden. Vielleicht werden wir das so alle 2 Wochen mal in einem Weekend League spielen, aber dieses Main-Game FIFA wird es erstmal nicht für dieses Jahr. FIFA 23 wird, FIFA wird immer mein Main-Spiel bleiben, besonders am Anfang FIFA 23. Ich hoffe einfach, dass EA die Weekend League wieder cool macht. Jeder spielt oder viele haben wieder Bock, FIFA Weekend League zu spielen, weil du weißt, du kriegst gute Rewards und das ist nochmal was anderes. Macht einfach eventbezogene Sachen. Die können die Weekend League auch verlängern. Das war auch so ein Punkt. Die Weekend League geht jetzt bis Dienstag. Heute ist Montag. Die geht jetzt bis Dienstag, was sehr cool ist. Also so ein paar Sachen. Ich persönlich bin für 30 Spiele, aber einen Tag länger. Dann soll wieder eine Top 100 reinkommen. Einfach nicht, weil es für viele relevant ist, aber diese Elfer Sets sind einfach cool, auch zum Angucken. Habe ich ja schon alles in dieses eine Video gesagt. Auf jeden Fall hoffe ich, das Video gefällt euch. Ihr könnt gerne umsonst ein Follow da lassen, Freunde. 800.000 vor irgendwie 2 Tagen geknackt. Jetzt sind schon wieder 805. Wir werden, wenn das da weitergeht, auch hier bald die Millionen haben. Wir stehen kurz vor der 1 Million bei Twitch. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Dann kann ich das ein bisschen besser einschätzen alles. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir gehen jetzt zusammen an die Sache ran, Chat. Wir brauchen ein Team. Spielspaß nennen wir das Ganze hier mal. Also entweder machen wir ein Jürgen-Würger-Team oder wir machen das Team, mit dem wir wahrscheinlich am besten placen würden. Ich lasse euch abstimmen. Also ich will auf jeden Fall R9 spielen. Der ist ja auch irgendwo ein Jürgen Würger. Nicht komplett Jürgen Würger. Ja, okay. Dann machen wir so ein Mittelding. Eine Ewigkeit später. Was sagt ihr? Ich weiß, wir hätten auch krassere Spieler kaufen können. Aber ich will irgendwo eine Verbindung zu den Jungs haben. Traden mit Eli, Freunde. Wirklich ehrlich. Wirklich. Holt euch eure Notizhefte raus. Genau so macht man das nämlich. Geholt. Für 4,3 Millionen Glocken. Und verkaufen tue ich ihn. Für 650.000 Kirschen. 650.000. Ist das unangenehm. Oh Gott. Ich bin schon wieder in diesem Loch. Ich komm da später. Was musst du denn machen? Oh, Kai. Oh, es fängt schon wieder an. Was ist das hier? Ja, die einfach ist. Oh, Kai, auf den Decken da vorne. Scorpion Kick. Ach, Digga. Scheiß drauf. Ey, Marvin, wie eine falsche Zange. Ey, ich schwör's dir, ich hätte 1-0 führen müssen. Mindestens. Und jetzt lege ich 1-0. Die rechte Seite ist die A8. Ey, die Pässe! Die Pässe! Der 9 guckt mich nicht so dumm an wie bei einem All-You-Can-Eat-Buffet.
Wer? Mann, ich kann das nicht! Chat, warum ist das denn so? Ich verstehe das nicht. EA Sports! Ihr könnt das nicht mit mir machen. Nicht nach einem halben Jahr. So. Ja, natürlich! Hol die Ball aus dem Tor! Halbzeit, Mental Reset. 2-2. Bilanz, Ausrufezeichen. Eli, wie steht's bei dir? Ah, ich habe Spaß, es ist egal, wie viel steht. 1-1. Guck mein Gegner an. Einmal schauen die sich City an und meinen, sie müssen jetzt in FIFA übertragen, ihr Spasten, ne? 2-1 für den Maestro. Stark, rüberlegen, Eldos, du siehst es. Eldos sagt, er kann nicht mehr, er muss los. Er ist bei mir im Chat. Ist der hässlich? Karim los, ja, wir sind ja nicht im Tanzverein. Wenn der Mann die Dinger vorne nicht macht, Digga, ist mir doch scheißegal. Kann mein Freund sein, kann nicht mein Freund sein. Kann meine Freundin sein. Wenn da niemand abliefert, ist er weg. Und hier. Ach, Digga. Also, wenn ich dieses Spiel nicht gewinne, haben wir es mal wieder schwarz auf weiß. Der muss ankommen. Gut, besser ist es. Mach Meter. Oh Gott, war das scheiße. Zeig mir was. Zeig mir was! Ey, es ist krass, wie viele Schüsse die ganze Zeit da geblockt werden. Oh. Ja, das ist krass, der geblockt wird, ha? Auf Jaden. Distanzschüsse, hier. Ich treffe sogar grün. Ey, es ist übel schwer, ein Tor zu schießen. Oh. Okay, EA Sports, ihr seid die Besten. Kein Abseits. Ist kein Abseits, ich hab's gesehen mit meinen eigenen Augen. Ich hab den B-Schein. Boah, jetzt ist die Frage, was, jetzt musst du abgezockt sein. Vielleicht mal abzocken, vielleicht mal. Patrick, vielleicht fürs Team. Vielleicht fürs Team, Patrick. Ja, natürlich. Hol dir den roten Karton ab. Genau wegen sowas bist du hier im Verein, Patrick. Guck mal, wie viel Mund du hoch er hat. Es ist völlig okay, Patrick. Runter mit dir. Geh unter die Dusche. Was ist denn mit den Leuten, die im B-Block sitzen? Ja, hatte ich gehört im anderen. Der B-Block auch mal ein bisschen da genau, oder wenn er raus. Einwurf, ich hab gut gesehen. Vielleicht hier auch nochmal einen ruhigen. Vielleicht den Torwart auch nochmal mitnehmen. Because hard work beats talent. Oh, guck mal, der Mann. Oh, Willi, es fühlt sich so gut an. Er ist in der 88. gequittet, weil er genug hat von der Wochenendliga. Geduld ist eine Tugend. Willi hat seine Cam ausgemacht. Es gibt bei ihm only Gameplay. Er spielt only Gameplay. Guckt euch das an, Digga. Könnte mein ganzer Stream heute nur so aussehen ohne Facecam. Ey, Peter! Scheiße. Mach rechts. Elis, wirklich, das ist deine Schuld. Ich gebe Hut, warte, ich gebe Hut. Ja! Ja, du bist doch da, Willi. Und jetzt geht's weiter. Nochmal 30 Minuten extra Spielspaß. Ich 30 war 3-0 Minuten extra. Hinten. Eli, ich war 3-0 hinten. Ja, aber du bist 3-0 wieder vorangekommen. Weißt du warum? Weil alles unter 100% ist, was? Nicht verhandelbar. Und du sagst es. A few moments later. Aber lass dich nicht brechen. Lass dich nicht brechen. Spiel ein Spiel weiter. Bevor Beyoncé Halo rausgebracht hat. Weißt du, was sie gemacht hat? Nee. Sie hatte mehrere Songs, die nicht performt haben. Sie hat aber weitergemacht. Sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Man darf nicht aufhören. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Merkt ihr das? Das ist es. Ich hasse diese scheiß Abseitsfallen immer. Und ich sage es jetzt hier nochmal öffentlich. Was hat EA mit den Pässen gemacht? Ich darf das sagen. Ich darf jetzt ausrasten. Früher hatte ich immer ein bisschen Angst, weil ich dachte, sie lassen mich dann das Turnier nicht machen. Ihr seid scheiße. Ihr habt ein scheiß Dreckspiel installiert. Es ist kacke. Wie kann man denn immer so eine dumme Patches machen? Was ist denn das? Legen dir vor. Elfmeter. Oh mein Gott, Ruth Rollet, bist du dumm? Boah, spiele ich das geil. Niemals. Er hatte alles Totti und Tots. Bruder, warum das denn? Ey, Ruth Rollet, du Scheiß! Digga, ja, es ist sogar dieser scheiß Gates Martinez. Das ist ein Suchtkopf. Wer spielt zur Hölle bitte die ganze Zeit FIFA? Konstant. Wow. Okay. Ja! Richtiges Signal. Ich hab das beste Mindset. Och, Digga, Karim Adeyemi. Ah, war jetzt ungünstig vielleicht, der Cut. Ich hab doch nicht das beste Mindset. Ich bin schon mit einem Fuß so. Es zieht einen so leicht runter. Niemals. Ja, Digga, mein Gegner ist so ein versuchteter Sucht. Er ist so uncool, sage ich. Er wurde noch nie zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Noch nie. R9.
Gute Flanke, Timo. Digga, hast du bei Stuttgart nicht irgendwie mal Training gehabt für einen schwachen Fuß? Was ist denn das? Egal, weniger als 100% sind nicht verhandelbar, Eli. Er cancelt Schüsse. 3-2 Schalke. 4-2 Geller. Okay. Und das ist es. Wir machen weiter. Super, Ball. Ey, aber das ist doch dann eine Quatsch-Ballername, Sancho. Gefickt, Mann. Er hat mich gefickt. Er wusste es leider auch bei mir. Er ist gut. Ist ein guter FIFA-Spieler. No. Okay, ich habe alles probiert. Wir haben alles probiert, das ist die erste Niederlage des Tages, Chat. 5-1. Okay, okay. Ich habe mir gerade deinen Türkei-Vlog angeschaut. Ja, Menjek. Warst du Türkei? Ja, nee, ne? Aber ja, nee, du weißt doch, Habibi. Eli, warum hast du mich nicht gefragt, ob ich mitkomme? Wohin? Eier lecken. Sind wir wieder an dem Punkt. Der war super, weil genau... Damit hast du gar nicht gewartet und dein Wohin war so euphorisch. Sei doch ehrlich! Das ist nicht lustig. Das soll ja auch nicht lustig sein, das soll lockerer sein. Das Einzige, was locker ist, ist mein Finger auf deiner Blockierliste. Bugs in Six. Hat Willi den Nachbarn? Ich glaube nicht. Nochmal rüber, du spielst nochmal rüber. Digga, wie geht der rein? Er schießt einfach Eric Cantona, 96 schießen, okay. Es wird mir auch immer wieder heiß. Ich habe ein Spiel gemacht, Eli. Es wird heiß. Es wird einfach heiß. Auf den zweiten. Ja! Geile Flanke! Kai auf Timo! Und jetzt sind wir da! Mein Gegner ist eine Scheiße. Guck mal, diesen Pass meine ich. Dieser Druckpass kann doch mal ankommen, ihr W***! Auf Karim. Super. Ich hab einen weißen Seedorf, der ist nicht schwarz. Der ist nicht 30. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, Digga, was passiert hier gerade? Ich mach so viel Scheiße. Fuß vor! Ja! Nein! Ja! Torwart, bitte! Ja! Ey, mein Gegner wird so verarscht gerade von dem Spiel. Mann, Eli, ich kann ehrlich nicht, Eli. Ich muss eine Kopfschmerztablette gleich nehmen. Aua, meine Kopfdecke tut weh. Nur stehen, nur stehen, nur stehen, nur stehen, nur stehen. Niemals. Digga, wie geht der Ball rein? Dann hätten ganz andere reingehen können. Er schießt einfach ohne Time Finish. Wann geht sowas rein? Mann, er predicted Pässe, mein scheiß Gegner. Mann, such dir bitte Freunde, du Sch. Wer spielt denn noch ernsthaft dieses Spiel? Er hat die ganze Zeit FIFA gespielt. Die ganze Zeit, sonst wäre er nicht so gut. Fuß vor. Und das ist es. Ein bisschen umgestellt, ein bisschen ha-hi-hi. Wie läuft das Spiel? 2-1 für ihn, 70. Okay. Aber der ist richtig gut, Mann. Er macht das gut, das ist sehr verdient. Aber denk dran, du besitzt die Spielintelligenz. Hm. Das klingt nicht überzeugt. Du besitzt die Spielintelligenz. Ja. Achtung, 2-2, Chat. Ich besitze die Spielintelligenz! Warum ich sage, weil es ein Fact ist! Spielinfo, guck's dir an, 3 Schüsse, 3 zu 12 Schüsse, es steht 2 zu 2 in diesem Spiel. Letzter Angriff gehört mir. Vielleicht ist es nicht der attraktivste Fußball, aber es ist ein erfolgreicher Fußball. Weil ich im Kopf einfach besser bin und er ist im Vollbruch. Der ist durchgebrochen worden. Er ist so sauer, Chat. Was habe ich dir gesagt? Spielintelligenz ist der Schlüssel. Er ist so sauer. Du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht sauer ist. Da fliegt gerade ein Controller durch die Gegend. Oh mein Gott, wie konnte ich das gewinnen? Chat, 4 zu 14 Schüsse. Ich habe gerade 6 Minuten lang den letzten Angriff ausgespielt und der ging rein. Und das über rechts. Über deine Seite. Das Coole ist, wenn du ein Spiel verlierst, hast du das zweite, um es wieder gut zu machen. Bei mir geht das jetzt nicht. Oder es geht! Da willst du in den Chat weitermachen. Zeig mal, was haben wir hier? Ach nö, schon wieder Fünfer gegen R9 Moments. Ich spiele gegen R9 Moments und Fünferkette. Und jetzt zeigen wir. Und jetzt zeigen wir, aus was für ein Holz wir geschnitzt sind. Spiel mal Kayan. Okay. Du nimmst dein Finish-Tor. Boah. Oh. Und wie läuft das Spiel? 0-0. Für? Was meinst du? Ach so. Ja. Timo, bitte, der muss. Ah. Timo, du bist schneller. Ja. Geh in die Box. Geh in die Box. Geh in die Box. Geil auf den Linken. Okay? Oh. Und jetzt Meter machen, Karim. Junge. Okay. Okay, Karim. Karim hat gerade 3-mal in 5 Sekunden Zweikampf gegen Varane verloren. Ich habe auf Karim Adeyemi gespielt. Mann, ich habe ihn doch. Patrick?
Ja, mein Gegenspieler fängt ab der 80. an, seinen Angriff auszuspielen. Der spielt über 7 Felder, der Knecht. Ein Ergebnis, was man korrigieren kann. Für was gibt's denn Make-up? Wir machen weiter. Wir machen weiter. Der Ball kommt halt nicht an. Okay, es gibt eine Verlängerung. Geil. So gut gespielt von Geller. 1-1. Habt ihr gesehen, wie ruhig ich geblieben bin? Und hol ihn hier. Und jetzt haben wir ihn. Und jetzt fängt er an zu rechnen. Willi, du hast wieder einen Fehlpass gespielt? Alles in Ordnung. Ich habe auch Respekt. Ach Gott. Oh mein Gott. Ich habe ein Gegentor kassiert. Er macht grünes Time-Finish von da. Junge, wie bitter, dass ich da nicht rein... Okay. Wir machen weiter. Ich bin nicht brechbar. Ich bin Plutonium. Aufbrechbar. 26 Minuten, Digga. In der Zeit komme ich 6-mal. Also zeig denen jetzt, was ich alles drauf hab. Schnell, komm, Junge. Ist schon komisch, euch wieder FIFA-Spiel zu sehen. 3-1. Ja, das kann gut aus sein, aber gewöhnt euch. Nein, Eli, weiter, Hat er gut gespielt. Aber trotzdem, Digga, warum muss ich jetzt gegen so eins spielen? Ich schwöre, ich hätte so krass führen müssen. Du weißt nicht, was nicht reingegangen ist. Mann, Junge. Viermal komme ich da und jetzt hol den Ball! Hol den Ball aus dem Tor! Mann! Hört, wie lange haben wir noch? 14! Und jetzt guckt er auf die Uhr! Alles nach vorne, was hol ihn raus und steck ihn rein! Wirklich, komm, Digga. Kannst du IV spielen? Ich, ja. Okay, dann spielst du jetzt IV. Okay. Das ist zu Ende. Aber weil Rüdiger ein kleiner Schatz ist. Wieso? Ich hab da nicht hingespielt. Erinnert mich dran, heute das vierte Tor zu zeigen. Ich schwöre, ich hab da nicht hingespielt. Du brauchst dich aber für nichts schämen. Oh. Du hast gekämpft. Ich hätte in Führung gehen müssen. Das war der Knackpunkt. 2-1. Dass dieser Ball nicht reingegangen ist, war respektlos. Guck jetzt. Ich hab safe mit Rüdiger nach vorne gespielt. Hier. Ich wollte ihn nach vorne spielen. Warum spielt er ihn nicht? Ich kann das nicht zeigen. Weil, wieso spielt er ihn nicht in den Raum mit seinem scheiß Drecks rechten Fuß? Versteht ihr das? Wie ich ihn... Ich will ihn in den Raum spielen. In den freien Raum. Seht ihr das? Aber er lässt ihn durchlaufen und spielt ihn dann mit links. Bist du dumm? Ich will jetzt... Jetzt drücke ich passen. Dass er ihn mit rechts da in diesen Raum spielt. Weg von Mbappé. Er spielt ihn mit links dahin. Stickdrift. Ah, 11-2, ist okay. Ja, doch, ist okay. Also ich muss alle Spiele gewinnen, 3 von 3. Nee, sonst mache ich übermorgen den Trecker. Übermorgen? Denkst du, ich mache dir irgendwas auf? Ich bin gleich fertig. Mach ruhig, geh ein bisschen mit Diego kuscheln. Die Kinder morgen, sagst du denen halt 8.05 Uhr, ist auch okay. Ich spiele gegen Cristiano Ronaldo und Rot. Kann ich mal Mille kurz was fragen? Willi will dich was fragen. Ja, also Kollegen antwortet man doch gerne mal auf Fragen. Oh Mann. Mille, angenommen, da ist einer richtig unsympathisch und der geht die tagtäglich auf den Sack. Mhm. Schiebst du den auch mal dann eine schlechte Schulnote hin? Einfach Problem nur, um zu zeigen, dass du an der Führung bist? Die kriegen noch keine Noten. Na, dann schreibst du den halt in ihr scheiß Heft. Hör mal zu, der kleine Ali war einfach unaufmerksam im Unterricht. Ja, genau. Dann schreibst du das halt mal rein. Ist mir doch scheißegal. Das muss ich manchmal halt wirklich machen. Ja, dann ist er halt unaufmerksam. Und dann sind sie immer eingeschnappt. Ja, sollen sie eingeschnappt sein. Du sitzt am längeren Hebel. Also, ganz falls der Ali das hört, auch sich mal ein bisschen benehmen. Willi, du hast ein Laufduell gegen Henri verloren? Ja, Ronaldo, ich habe einen Niklas in der Klasse. Der ist richtig lieb. 1-0 hinten. Wir haben tatsächlich auch einen Ali in der Klasse. Der ist so süß. Mann, Digga, ich lieg 1-0 hinten. Hatten. Also, ich darf ja kennen. Das hast du ja gut überspielt. Ja, das war jetzt auch wieder sympathisch, ne? Oh, komm. Muss reingehen. 1-1! Und ich lieg 1-0 hinten. Weiter! Spielspaß ist das Allerwichtigste. Okay, come on, R9. Nee, oder? Oh, scheiß drauf. Ich darf nicht ausrasten, weil dann spielt man immer schlechter. Oh Mann, und ich spiel gegen... Oh, bitte lass es mich nicht aussprechen. Wir reden immer vom Positiv, du N***sohn! Sohn, Digga!
ich sag dir offen und ehrlich, ich glaube, es ist eine Ironie des Schicksals, dass du jetzt, wo du am wenigsten mit FIFA zu tun hast, was Gutes ziehst. Und da, wo du am aktivsten bist, kriegst du gar nichts. Ist auch, das ist deren Philosophie. Das wäre, dann hast du es schwarz auf weiß. Korrekt ins Video. Ich sage, ich ziehe safe was richtig Gutes. Meiner Meinung nach. Jetzt sag dir ehrlich, war ein ganz lustiges Wochenende mit FIFA, ne? Ja. War lustig. Ich hab Spaß gehabt. Sag aber ehrlich, so schlimm war es nicht. Ich wurde nicht so krass gebrochen. Oh, ihr habt es als erstes gehört. Tut mir leid. Tor. Bam! 2-1! Und jetzt müssen wir da sein, Chat. Klippen. Oh Gott. Was? Nein. Oh. Ich bin so ein Opfer. Über rechts ist halt immer Lärm, ne? Kannst du dir auch merken. Mein R9, er schwitzt beim Laufen. 2-2. Mann, Digga, ich war noch da mit Ruth Hullet! Ich war da mit Hullet. Ich schwör's euch, ich war da. Er hat den Ball so dumm wiederbekommen mit Hullet. Mir wird schon wieder warm. Ja, Fenster auf. Ah. Love me und Tor, weil ich mich nicht brechen lasse. Ich bin stärker als dieses Unternehmen. Ich bin stärker als die Wochenendliga. Ich bin stärker als Electronic Arts. Ich kann, ich will, ich werde. Werde vielleicht doch nicht. Ich werde vielleicht doch nicht. Du kannst. Ich werde vielleicht doch quer. Nicht. Der spielt quer. Oh, Gott sei Dank ist das Blocksystem hier drin. Ich kann doch nicht, Willi. Ich kann's doch nicht. Digga, wie schwitzen die? Auch wie er Räume zumacht und so. Du Wichser, greif mich doch an. Aber glaubst du, die Leute sagen nicht das gleiche über dich? Doch. Boah, ist das ein Dreckschwitzer? Geil. Das ist ja das Geile. Scheiße. Willi, wir müssen uns vielleicht an einen Tisch setzen. Alle Tore über deine Seite, er spielt die ganze Zeit über rechts. Ja, weil er mich provozieren will. Lass ihn. Wenn du mich jetzt fallen lässt, kannst du die ganze Weekend League nicht mehr mit mir rechnen. Ich lass dich nicht fallen. Digga, er macht die ganze Zeit nur linker Stick. Nur linker Stick, ich schwör's dir. Ja, noch mal einen Tick tiefer mit Sommer. Aber das ist zum Beispiel scheiße von EA Sports. Boah, bei mir ist es gerade. Mann, das ist scheiße von EA Sports! Noch ein Loch. Mann. Weitermachen, Eli. Was sind so einfache Ballverluste? 4-4! Weil ich im Kopf stärker bin als er! Weil du auch in der Minute kommen kannst! Und weil ich einen Kuss im habe! Hä? Man kann man auch mal so sagen. Es tut mir leid, es musste sein. Nee, Melle! Boah, ist schon 22 Uhr, ich muss wirklich leise sein. Komm ganz kurz her, bitte. Ich möchte es dir kurz zeigen. Er hat 5-mal aufs Tor geschossen, er hat 4 Tore geschossen. Ich habe 9-mal aufs Tor geschossen, ich habe auch nur 4 Tore geschossen und ich bin besser als er. Was sagt uns diese Statistik? Sag es. Ich glaube, du musst einfach besser schießen. Nein, das ist falsch. Guck mal, das ist falsch. Das ist falsch. Das stimmt zum Beispiel gar nicht. Es ist wie einparken. Nein, es ist wie... Du kannst 10-mal versuchen, einzuparken. Es ist nicht wie einparken, es ist eher wie ins Gesicht treten lassen. Trotzdem nur 4-mal gut. Es ist wie ins Gesicht treten lassen. Es gibt Leute, die versuchen es 5-mal und schaffen. Okay, warte, ich muss mich jetzt wirklich. 4-4, ich muss gewinnen. Das mit dem Beispiel war es jetzt nicht mehr. Da muss ich jetzt hier aus der Zentrale gehen. Das Einparken. Es ist nur wie Einparken. Ich parke ein, es geht nichts rein. Ja, du hast es doch gesehen gerade. Hast du da eingelenkt? Melina, bitte. Nein. Oh nein, bitte nicht. EA Sports. Lass mich doch mal was erzählen. Selbst wenn du R9 hast, du kannst ja auch mit einem Mercedes AMG einzuparken. Es wird trotzdem nicht besser. Die Lücke bleibt die gleiche. Melina, kümmere dich nicht um die Katzen. Noch ein Angriff. Glaubst du mir, dass ich gerade in der Pisse hab? Glaubst du, dass ich gerade in der Pisse hab? Hörst du Willi durch die Kopfhörer? Nein, natürlich. Warum? Ist auch sehr ruhig. Er hat auch Spaß. Aus. Er presst die ganze Zeit. Wenn vorne Leute pressen, sind hinten Lücken. Nutzt das. R9, ich habe ihn nicht beliebt. Du musst es mir jetzt zeigen. R9, ich habe ihn nicht beliebt. Vorlage R9. Und ich sehe meinen Chat nicht mehr. Er ist weg. Ich glaube, ich habe mein Team ausgemacht. Wie? Meine Musik. Das ist alles aus. Warte mal. Soll ich mich mal drum kümmern? Nein. Fass nichts an. Nichts anfassen. Nichts anfassen. Doch, mal drüber schauen. Ich kann das. Oh mein Gott. Win! Ja! Oh mein Gott! Ich hab doch gewonnen. Ich wusste, gewonnen, dass du gewinnst. Und das ist es. Spielintelligenz setzt sich durch. Digga, ich habe in der 90. den Ausgleichstreffer gemacht. Noch 2 Wins und das war für die Believer. Das war nämlich die 14. Digga, was ein Spiel. Du bist ja packsüchtig. Noch nicht, ne? Chat, aber das kannst auch kein Mensch erzählen. Ich bin ein guter Spieler. Ich bring die zum Quitten, okay? Wenn du jetzt verlierst, dann gehe ich nach Hause. Okay. Deal? Okay. Ich verliere mit Absicht. Schwitzig, ne? Das sind Macherhände. So soll das doch sein. So schwitze ich. Riech mal. Weißt du, wie die riechen? Die riechen nach Scheiße. Und genau so spielt man guten Fußball. Guten Fußball, schönen Fußball.
Boah, cool. Okay, das wenig soziale Kontakte, mein Gegner. Macht Reverse Elastico und direkt grünes Temp Finish. Unten läuft er. Ballrolle, Karim. Okay. Ich habe hier noch eine Mission, ich habe ein Hühnchen zu rupfen. Mit Electronic Arts. Electronic Arts, ihr seid nicht stärker als ich. Ihr seid nicht stärker als ich. Ich bin besser als ihr. Digga, mein R9. Mein R9. Nein, er tritt bei mir nichts. Hör mir auf mit dem. Digga, meiner ist so gut. Oh, schöner Fußball wird in dem Fall nicht belohnt. Bei mir auch nicht. Wird belohnt! Was wird denn das jetzt? Nee, oder? Ey, mein Gegner trifft die ganze Zeit grün. Oh, mein Neymar versteht nicht, dass er weiße Trikots hat. Digga. Digga, mein Gegner ist so gut. Scheiße. Hä? Ja? Arroganz. Weil es belohnt wird! Habt ihr den Elastico gesehen? So schön von mir gespielt. Sommer Sam macht ein Eigentor, was soll ich sagen. Hat er ein Eigentor gemacht? Ja, so krass. Auf der Linie. Auf der Linie! Hat er dem Gegner die Emotion gegeben? Ich weiß es wirklich nicht. Nee, oder? Nee, oder? Boah! Digga, er trifft die ganze Zeit grün. Mach mit, Dakai. Mach mit. Mit. Mach Meter. Mann, R9 macht alles, aber nichts richtig. Mach Meter. Nein, ich bin so scheiße. Ich dachte, ich wollte ihn komplett verarschen. Du spielst gegen einen E-Sportler? Echt? Nur stehen. Er cancelt Schüsse. Oh mein Gott, Fuß vor. Ja, Antonio, Schuhgröße 45. Ich pack das mental nicht. Ich will unbedingt FIFA 23. Lass mich wieder mit dem Menschen reden. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Ich brauche ein Gesicht. 2-2, krass gespielt. Er cancelt Schüsse. So gut, dass du eine Ikone bist. Oh, der kann ja verkaufen, sein imaginärer Spieler. Okay. Also, Digga, diese Pässe, ne? Ich schwör's dir, ich spiel, also, die... Drei-zwei für ihn. Aber er ist besser als ich. Ja. Dieser Pass mit Vieira, Chat, ich schwör's euch. Ich habe was anderes, also, ich wollte da hinspielen, aber anders. Die Pässe sind so scheiße. Du Augenlegerin, ich verliere hier gerade wegen dir. Weil du Auge gelegt hast. Das war gerade echt gemein. So, wie sieht's aus? Nicht gut. Ach du Scheiße. Immortal only. Okay, verloren. Ist okay. Aber das macht hier keinen Sinn. Ich liege 24 Stunden. Halt dunkel abgefuckt. Digga! Okay, warte mal. Okay, warte mal. Ja, ich hab auch Eigentore. Ist dir mal aufgefallen, dass du 52.000 Zuschauer hast? Ey, aber komm. Er ist es, Chat. Big Clap in den Chat. Digga, warum kenn ich nicht diese Spieler wie du? Willi hat Eigentore gemacht, der größte Ehrenmann. Ich hab 2 Eigentore gemacht. Er war viel besser als ich. Er war super. Super Spieler. Ich hätte es nicht geschafft. 16 Siege hätte ich nicht geschafft. Er ist E-Sportler, er ist super gewesen. Er hat echt gut gespielt. Was ist das hier? Sonst, das sind die Teilnahmebedingungen. Auch wir spielen gegen den Deutschen. Letztes Game Chat. 15-4 stehen wir. Wo ist meine Abwehr hin? Wusste ich. Steht in der Bild. Eli, soll ich dir mal was erklären? Melina, bitte. Es ist ja, okay. Das dauert mir alles zu lange. Was soll ich machen? Soll ich auf den raufrennen oder was? Dann spielt sein Angriff wie ein Spitzer aus. Warum bin ich überhaupt nervös? Weil in dir ruht eine kleine Flamme. Die kleine E-Sportler-Flamme. Ist echt so. Und sie wartet nur darauf, ist echt so, ich weiß immer wegzuwehren. Sie will brennen. Ist echt so. Ist wirklich so. Ich habe so eine verrückte Flamme in mir. Scheiße. 1-0 für ihn. Mann, Digga, das war das Schlimmste, was passieren konnte. Er spielt jeden Angriff 100 Jahre aus. Guck mal, wie er wieder nach hinten spielt. Du Wichser! Okay, warte, ich nehm's zurück. Es ist schon Zeit. Ich nehm's doch nicht zurück. Ich sag's nur noch mal ein bisschen leiser wegen meinen Nachbarn. Du Wichser. Er spielt so, so krass langsam nach vorne. Falls mein Wichser-Gegner mich hört, drück auf Start und hör auf. Puta madre. Ja, es war so klar, dass Van Dijk mit seinem Sch** dazwischen kommt und ihn blockt. Ich glaube, es ist zu Ende. Er macht Eigentore. Hey, was ist mit denen allen? Ja, weiß ich nicht. Wo sind die bei dir?
Ich höre nur die ganze Zeit, es ist Eli, es ist gar nichts bei mir. Ich treffe genau die Leute, die du treffen solltest. Digga, er macht auch Eigentore. Wie nice. Oh, cool. Warum gönnen die jetzt auf einmal alle? Normalerweise schwitzt du hier. Also normalerweise, wenn die mich kennen, dann spielen die umso mehr um ihr Leben. Wir haben es geschafft. Aber ich sag dir ehrlich, das Spiel hätte ich gerne zu Ende gespielt. Auch wenn es ein Ehrenmann ist. Das Spiel hätte ich gerne zu Ende gespielt. Wieso hat denn der Tisch da ein Loch? Das war schon vorher so. Ja? Mhm. Sicher? Ja, ja. Kommt mir nicht bekannt vor. Jetzt mal ehrlich. Seit wann ist das Loch da? Schon etwas länger. Erzähl mal jetzt ehrlich. 2-3 Monate. Ehrlich jetzt? Mhm. Du lügst. Das ist von heute. Als ob ich wegen dem Spiel ausraste. Mann, das ist scheiße von EA Sports! Noch ein Loch. Mann. Weißt du, es ist nicht mein Tisch. Aber trotzdem finde ich es doof. Der sieht doch so stabil aus. Wie kriegst du das hin? Oh Gott. Ich war das nicht, okay? Wir machen eine Wette und wer was Besseres zieht, hat gewonnen. Wäsche waschen. Eine Woche. Was? Diese Diskussion hatten wir schon mal. Das bringt mir einfach nichts. Nächste Essen. Wäsche mache ich so oder so. Nächste Essen auf welchen Nacken? Okay, komm. Mit Nachtisch. Eine Woche Katzenklo bis Sonntag. Okay. Also ich gucke jetzt nicht hin, okay? Ich gucke nicht hin, ich mache Augen zu. Du sagst mir, welche Spieler. Das ist der erste. Das ist Bernardo Silva. Ich glaube, der ist schon mal ganz gut. Wer ist das? Kenne ich ihn zusammen mit dem Verein? Da müsste ich mal näher ran. Manchester? Nee. City. Manchester City. So ein blaues Wappen? Ja. Als ob ich die Bräune bekommen habe. Könnte auch das Chelsea-Wappen sein. Oh Gott. Ist Belgien? Nein. Sie haben ja einfaches Buchstaben. R. Ruben Dias. Nein. Manchester City. Oh Mann, warte, ich gehe näher ran. Ja, Manchester City. Manchester City, eher. Ruben Dias, das ist Ruben Dias. Nein, das ist nicht Ruben Dias. Passgenauigkeit 90, Physik 91, Dribbel 89, Defensive 91. Das ist ein Abwehrspieler. Cancelo. Schuss 77 und Temperament, keine Ahnung. Temperament. Temptation. Cancelo? Das kann es sein, ist nicht mit R. Tem, auf jeden Fall 82. Hä? Rodri! Ach, guckst du? Du hast oh mein Gott! Du Schummler. Ich dachte, du bist lost. Hä, wieso lachen alle über Physik? Physik? Der, wie gut ist der in Physik? Nein, nicht Physik, aber ein Mensch hat doch auch eine Physik. Temperament. So. Jesus, okay, wer ist es? Gib mir den Verein. Der Verein hat 2 Hammer drauf. 2 Hammer? So überkreuzt, 2 Hammer. Ist es West Ham oder was? Hä? Welche Position? Was das steht da? Das ist ein Engländer. Da steht keine Position. ZDM. Ach, Digga, da ist es auch schon wieder scheiße. Rice! Hä? Und wegen sowas spiele ich hier oder was? Es hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert, tatsächlich, Melina. Das sind meine Player-Picks. Ach, und Jota. Es sind 4. Okay. Jota ist nicht schlecht. Ich dachte, es sind nur 3. Also, das war jetzt meiner, ne? Du musst einen besseren als Jota ziehen. Jota, super. Schaff ich. Schaffst du? Ja. Nee, ich muss das machen, weil du verklickst dich sonst. Das ist nicht aber so das ist ja dann nicht mein Pack. Du drückst dann X, ja. Aber nein, ich muss auch den Controller halten. Wenn du Melina, das ist nicht so einfach. Ich weiß ja. Eli, ich schaffe es doch wohl, auf X zu drücken. Nein, ich mache ja meine Augen zu und so. Gib her, ich kann das. Ja, okay. Melina, okay, drück X, aber nein, du kannst da voll viel falsch machen. Ich kann doch wohl Pack öffnen. Gib her jetzt. Nein, gib ich will sie kurz erklären. Ich will sie kurz erklären. Ich drück nämlich X und dann musst du R3 drücken. Wo ist R3? Hinten. Nein. Rechts, zeig's mir doch einfach. Ja, du musst hier so rauf drücken. Das ist schwer, glaub mir. Lass aber mich. Dann kann ich das ja gar nicht öffnen. Drück jetzt X und mach Augen zu. Aber du musst, du darfst ja auch nicht hingucken. Mach X. Drück. Wie soll ich das denn mit Augen zu machen? Mach X. Okay. Drück X. Hand weg. X und dann R3. Drück mal X, drück X. Nein, noch nicht R3. Mach Augen zu, mach Augen zu. Also, mach Augen zu. Oh mein Gott, ich hab's so. Nein. Oh mein Gott. Wirklich. Digga, diese Frau. Du hast es komplett verkackt. Ich schwöre. Genau das wollte ich nicht. Eli, ich schaffe es doch wohl, auf X zu drücken. Ey, wirklich, ich schwöre, das ist so, also, das ist deine Chance, ne? Bis Sonntag, Freundchen. Bis Sonntag. Jetzt ist die ganze Spannung weg. Mann, das war aus Versehen. Ich habe nur kurz Son lachen gesehen. Dann habe ich mich schon gefreut. Son ist richtig krass. Heuming Son? Ich habe es euch gesagt, dieses Spiel lässt einen, ist so... Alisson auch gut? Alisson ist auch super. Son in Rot, Jota in Rot, das ist stark. Muss ich jetzt eine Woche lang Dings auch, Katzen. Wenn wir beide gerade gechillt auf der Couch sitzen und Manni oder Diego sich entscheiden, ihr Geschäft zu machen, dann, und wir dann diskutieren, wer jetzt das Katzenklo sauber macht, dann musst du aufstehen und es machen. So, 125k-Pack. Dieses Pack kostet 125 Euro, zum Beispiel. Wie viel kriegt man für den? 150, ach so, nee, das Pack kostet, nicht 100. 125k-Pack, das Pack kostet 30 Euro, glaube ich, ne? Walkout, Italien, ZTV, wer ist das?
Bruno Cellini. Cellini. Oh, den finde ich richtig cool. Kennt ihr den Clip von dem, wo er von so einer, ist das eine Platzwächterin gewesen? Keine Ahnung. Wo sie ihn so festhalten wollte? Ist das nicht der? Nein, das ist der. Ich weiß aber, wo er sich so umdreht und, oh, ich habe ihn verwechselt, Scheiße. Mit Roddy Alba beim Elferschießen. Ja, genau. Mit Roddy Alba beim Elferschießen. Das war das. Das, ja. Vielleicht meinst du das? Ich weiß es selber nicht. Moneypack. Money oder Diego? Oder beide. Wir holen beide ran. Komm, Diego, wir machen es auf. Dein Pfötchen. Du hast es nicht aufgemacht. Nein. Diego hat sein Bestes gegeben. Okay, so. Ich guck nicht hin. Sag mir den Spieler. Ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Ich mach Augen zu. Hallo. Portugal. Nee. Wo spielt er? United. Dann ist es Bruno oder Krieg. Manfred, falls es Cristiano Ronaldo ist, dann ist dieses Spiel so verkauft. Sagst du? Ey, ich hab grad Tränen in den Augen. Wenn es Ronaldo ist, dann ist er ein Knecht. Guck jetzt hin. Oh. Es ist, du bist ja ein schlechter Mensch. Was ist denn das? Du hast Tränen in den Augen? Digga, also dir vertraue ich nicht mehr, wenn ich dich frage, ob du im Club warst, so wie du hier lügst. Richtig kacke des Packs, brauchst du mir nicht sagen, wer soll denn da noch hinter sein? Was ist denn das, Digga? Ganz kurz, 16 Siege, es hat sich nichts geändert, EA Sports. Edi, es tut mir leid, dass ich dir so Hoffnungen gemacht habe. Es war ein bisschen gemein. Ich hab Tränen in den Augen. Was war denn das bitte? Gut, ich mach's. Ihr braucht nicht rumheulen. Ihr könnt sagen, ne, ich mach es, weil nein, ich hab keinen Nerv. Nein, du kannst den Song abstoßen. Ich kann ihn abstoßen. Ich kann es, natürlich kann ich es abstoßen. Den hab ich mit so viel Mühe. Achso, nee, warte mal. Achso, also, ja, hier. Abstoßen. Ich wollte ihn erstmal in so eine SPC. Und weg. Mach es und es fühlt sich gut an. Wisst ihr warum? Weg damit. EA Sports. Denkt ihr, ihr kriegt mich mit euren Heuming Sons und Diego Jotas? Nicht mal ihr könnt mich an diesem Spiel dranhalten. Niemand von euch da draußen. Gib mir Cristiano Ronaldo in Rot. Gib mir, wen ihr wollt, in Rot. Ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Ich hab's euch bewiesen. Ich kann es noch. Electronic Arts. Ihr seid einfach ein Unternehmen, was vieles falsch macht. Also Real Talk, 16 waren zu viel. Das eine Spiel hätten wir safe verlieren müssen. Da haben wir den Sieg geschenkt bekommen. Aber wir haben auch einmal echt scheiße verloren. Und ich glaube, im letzten Spiel hätte ich es gepackt, um ehrlich zu sein. Aber ja, 15-5. Das Spiel 16-4. Cool. Ich find's cool.